Schicke Einbauküchen liegen im Trend. Der Markt boomt und bietet ständig neue Modelle fürs kleine und große Portemonnaie. Da steht hier kein Preis mehr dran. So bei 60 aufwärts kennt man da wahrscheinlich schon. Doch wie kommt man am besten zur neuen Küche? Selber machen oder machen lassen? Sowas stresst mich immer. Ob Möbelhaus oder Baumarkt, 10.000 Euro blättern die Deutschen im Schnitt für eine neue Küche hin. Selber werkeln macht es günstiger, kostet aber Nerven. Da bin ich jetzt nervös, wirklich. Focus TV schaut hinter die Kulissen der Küchenhersteller und prüft, wie viel man sich durch Marke Eigenbau sparen kann. Bergheim in Nordrhein-Westfalen. Ortstermin im Einfamilienhaus bei Selina und Marc Hemmerich. Das Ehepaar hat erst vor kurzem sein Traumhaus bezogen und viel selbst renoviert. Jetzt fehlt noch die Küche. Das heißt, wir nehmen hier die Seite und hier die Ecke rum. Genau, und ich würde sogar sagen, dass wir vielleicht hier auch noch was mitnehmen. Und hier dann wahrscheinlich den Kühlschrank. Und freistellend. Ja, genau. Okay, dann machen wir das doch so. Eigenheim und Ausbau haben viel Geld verschlungen. Trotzdem wollen sie die Küche neu bestellen und montieren lassen. Für die 16 Quadratmeter haben sie eine genaue Vorstellung. Hier unten auf jeden Fall die Spülmaschine wegen dem Anschluss. Genau. Wo der Rest. Herd. Und darüber würde ich sagen Schränke. Ja. Oder? Ja. Dann hier rum auch Schränke. Oben. Mhm. Und hier vorne dann wahrscheinlich mehr die Spüle am Fenster. Spüle am Fenster, ja. Genau. Und im Licht. Das Wichtigste für mich ist wirklich, dass wir viel Platz haben in der Küche, dass wirklich alles an Gläsern, Porzellan, Tupperdosen und halt so kleine Elektrosachen untergebracht werden kann. Halt natürlich auch so Vorratssachen müssen natürlich auch alles in die Schränke. Deswegen müssen wir halt schon gucken, dass wir den Platz ausnutzen. Du musst da schon sagen, wie viel Budget wir für die Küche haben. Unter 10. Okay. Ich versuche. Das sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, genug. Ist ja nicht groß. Ne? Ja, genug finden. Sollten wir für den Kleinen irgendwas drauf achten? Am besten direkt schon. Ich würde auf jeden Fall sagen, gucken nach einem Ofen, der von außen nicht so heiß wird. Ja. Und halt Schubladen, wo vielleicht keine Griffe dran sind, dass er den nicht so leicht aufbekommt. Ja. Ja, und halt für die Hunde halt auch, dass sie da nichts aufmachen können und vielleicht auch von der Oberfläche, dass da nicht so viele Haare dran kommen. Zusammen mit dem 5 Monate alten Marvin geht's ins Möbelhaus. Der Facharbeiter und die Angestellte müssen nicht nur ihr Budget einhalten, auch der verwinkelte Raum in ihrem Haus schränkt die Auswahl ein. Es ist halt schade, dass so eine Kochinsel nicht reinpasst bei uns vom Platz. Hm. Müssen wir nochmal umbauen. Wir hatten uns überlegt, eine U-Form zu nehmen, die so ein bisschen versetzt ist, weil wir so einen leichten Mauerversatz haben. Dann haben wir noch so eine Art Theke, die wollen wir mitnutzen und halt so schauen, dass wir halt genügend Schränke noch bekommen. Edle Küchen boomen. Im vergangenen Jahr verbuchte die Branche einen Umsatz von knapp 6,3 Milliarden Euro. Etwa 1,5 Millionen Küchenmöbel wurden in Deutschland verkauft. Die Oberfläche ist echt schön. Echt? Ja. Guck mal. Also was passt bei uns auch nicht. Okay. Von der Länge. Ein paar Modelle stechen den jungen Eltern ins Auge. Die 28-Jährige liebt modernes Design, solange es praktisch ist. Die gefällt mir echt gut. Auch hier das. Ja, die Griffe. Keine Griffe. Ja, mit der Arbeitsplatte. Und das gefällt mir auch sehr gut. Dann muss man keine Fliesen mehr an die Wand machen. Sollen wir da nicht direkt einmal mal einen Berater suchen? Ja, dann gehen wir mal fragen, auf die ob einer Zeit hat. Der Preis muss einschließlich Lieferung und Montage unter 10.000 Euro liegen. Wegen der hohen Renovierungskosten am Haus ist nicht mehr drin. Hallo. Hi. Hallo. Wir hätten Interesse an einer Küche und bräuchten da mal ein bisschen Hilfe. Na klar, sehr gerne. Habt ihr denn schon was gesehen, was euch gefällt? Ja, wir haben natürlich eine, die ist ein bisschen teurer, glaube ich, vom Optischen. Dann zeigt mal. Da würden wir mal uns das an. Ob das Budget von Familie Hemmerich für die neue Küche reichen wird?
700 Kilometer nordöstlich, Gielow in Mecklenburg-Vorpommern. In dem idyllischen Ort lebt seit ein paar Jahren Familie Ernst Sanchez in einem Haus aus den 50ern. Die alte Küche ist Mutter Vero aus Uruguay schon länger ein Dorn im Auge. Eine Frau musste immer eine schöne Küche, ne? Und das musste nicht die Farbe. Es ist ein bisschen dunkel, ne? Muss ein bisschen weiß, ein bisschen hell. Das ist Papier, ne? Das immer kocht, ne? Das ist alles kaputt schneller, ne? Das ist nicht gut auch, ne? Aus alt mach neu. Das könnte teuer werden. Zum Glück ist Familienvater Robert leidenschaftlicher Heimwerker. Vor 10 Jahren hat er für diese Küchenzeile im gebrauchten Zustand 800 Euro bezahlt. Auch für die jetzige Renovierung gibt es nur ein knappes Budget. Das Rot muss weg, also werden wir die Küche, denke ich mal, auch in Weiß gestalten. Eine neue Arbeitsplatte ist mir sehr wichtig, eine, die durchgängig ist, wo keine Rillen sind so. Und passend dazu auch die Rückwand nochmal mit Holz vertäfeln. Wenn wir uns jemanden holen, der das Ganze macht, sind wir bestimmt 2000 Euro los. Ne? Also heißt selber machen, Material, denke ich mal, so wird bei 500 Euro liegen. Ja, da spart man natürlich viel Geld ein. Ich habe auch Gott sei Dank gute Freunde hier, die noch unterstützen können, die helfen können. Eine Hand wäscht die andere und ja, dann gucken wir mal, dass wir schnell und günstig hinkriegen und trotzdem, dass es gut aussieht. Okay, aber du musst mir helfen. Ja. Versprochen? Ja. Alles klar. Na? Aber dann habe ich endlich meine Ruhe. Okay. Oh. An die Arbeit. 4,23 Meter. So lang muss die neue Arbeitsplatte werden. Doch ganz ohne Beratung will auch Hobbybastler Robert nicht loslegen. So, ja, dann wollen wir mal gucken, was die Community so an Ideen hat. Der Heimwerker hat nämlich 2018 eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Auf seiner Do-It-Yourself-Plattform tauscht er sich inzwischen mit tausenden Gleichgesinnten aus. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben schon gerne gebaut und gebastelt so. Und ich war nie der Freund davon, Sachen wegzuwerfen. Also ich liebe es so, Sachen ein zweites Leben einzuhauchen so. Ich habe dann selber angefangen halt meine Sachen zu machen. Hatte hier einen sehr, sehr großen Hit mit diesen Toilettenpapierrollenhaltern aus alten Feuerlöschern. Und vor der Pandemie hatte ich so bei 40.000, 50.000 Mitgliedern. Und danach war ich schon bei 350.000. Jetzt ist es gerade bei 380.000 Mitgliedern. Und das ist auch kein Hobby mehr. Ich arbeite jeden Tag daran 5 Stunden, Beiträge freischalten, Mitglieder überprüfen, also neue Teilnehmer. Doch für die Neugestaltung seiner Küche braucht er heute selbst ein paar Tipps. Bei mir in der Gruppe jetzt mal einfach Küche als Suchbegriff eingegeben. Da wurde schon viel gemacht. Ich habe hier eine gesehen, die ist auch so im Dunkelrot und wurde mit Kreidefarbe auf Weiß umgestrichen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Ergebnis ist schon eigentlich wie eine neue Küche, ne? Und überall wird halt diese Kreidefarbe genommen. Die soll relativ leicht zu verarbeiten sein. Das werde ich ausprobieren. So, Sophia, ab zum Baumarkt. Kommst du mit? Ja! Der 42-Jährige hat sich ein Budget von 500 Euro gesetzt. Ob das reichen wird für die Arbeitsplatte aus Holz, eine neue Rückwand und dazu Farbenkleber und anderes Bastelmaterial? Im Baumarkt im benachbarten Malchin ist Robert Ernst Stammkunde. Moin, moin. Moin. Ein ernstes Problem tut sich bei den Holzplatten auf. Oh, wir haben gar nicht so lang. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir das in einem Stück machen können, damit man keine Kante dazwischen hat. Aber 2,50 Meter sind die alle lang. Nur ich habe eigentlich gedacht, dass die so was hier haben. Kann ich dir wirklich sagen? Ja, ich habe ein Problem. Also. Ich brauche eine Arbeitsplatte. 4,23 Meter. Problem ist, ich bräuchte das heute. Du hast nichts da. Doch, wir haben noch einige Ware in unserem Außenlager zu liegen. Denk mal, da werde ich eine passende Platte für dich bekommen. Echt? Ja. Boah, sehr schön. Zum Beispiel so etwas hier, eine Buche, wenn du sagst, eine Arbeitsplatte, 40 mm stark. Gut. Allerdings in dem Falle Plattenlänge 5 Meter. Das ist auch von der Breite optimal. Und das kriegt man heute noch hin? Das kriegen wir heute noch hin, ja. Was wird das kosten? Der laufende Meter Platte wird dich etwa 70 Euro kosten. Mhm. Das geht schon mal gut los. 350 Euro allein für die Arbeitsplatte. Schnell haben Robert und Sophia zusammen, was sie brauchen, bis auf eine wesentliche Sache. Für die Küche an sich, da brauchen wir Kreidefarbe. Gibt es hier leider nicht, aber
die größeren Baumärkte. Da gibt es das, allerdings sind die sehr, sehr teuer. Darum würde ich vorschlagen, einfach mal im Internet zu gucken. Da gibt es bestimmt ja, gute, aber günstige Alternativen. Und wie viel ergibt nun das ganze Baumarkt-Sammelsurium? 443 Euro. Kaufst du billig, kaufst du zweimal. Machen wir. Machen wir so. Machen okay. Wir so. Wird wieder Ärger von Mama geben. Ja. Umso mehr müssen wir uns jetzt anstrengen, damit das perfekt wird, okay? Ja. Alles klar. Okay, komm. Die lange Vollholzplatte reißt ein tiefes Loch in den Geldbeutel. Ja. Also ich habe mich schon ein bisschen verkalkuliert. Also 75 cm Arbeitsplatte habe ich jetzt umsonst bezahlt. Einfach weil man es nur als 5 Meter Stück kaufen kann. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht kriege ich diese 75 cm noch irgendwie verwertet, dass man daraus noch was Schönes machen kann. Ja, ist schade eigentlich. In den letzten 2 Jahren ist der Holzpreis stark gestiegen. Auch im Möbelhaus geht es bei der Küche für Familie Hemmerich um das Naturmaterial. Das hier ist natürlich Massivholz, braucht ein bisschen Pflege. Es okay. Ist auch etwas teurer, weil es natürlich von Hand gefertigt wird. Ja, ja, von der Pflege soll es bei uns jetzt eher halt leichter sein wegen Kind und Hunden. Es ist halt okay, dann Massivholz ja. muss man bearbeiten, muss man lieben, dass das einfach Kratzer kriegt, dass ich ein Weinglas Kranz sehe. Das ist eine Steinplatte, natürlich eine ziemlich dicke Steinplatte. Mm, das ist schon eben sehr schon. Wertig. Ja. Und ich denke mal auch hier, das wird wahrscheinlich eine Dunstabzugshaube sein. Definitiv, auf jeden Fall. Ne? Das wahrscheinlich sind Studioline-Geräte. Hier hast du ein Flexkochfeld, wo du im Prinzip alles hin und her schieben kannst. Alles ist digital. Okay. Also quasi keine vorgefertigten Plattenformen, wie man es jetzt normal genau, kennt. Genau, genau, okay. Genau, ja. Das macht es natürlich schnell etwas teurer. Viele ja. Schubladen, hier auch mit speziellen Eiche-Einsätzen, hier mit Alufolienrollenhalter. Okay. Das sind natürlich richtig tolle Sachen, macht es aber schnell etwas ja. Teurer. Was das glaube ich. Ehemann Mark ahnt schon, das passt wohl kaum ins Budget. Holz ist natürlich ein Produkt, das aktuell auch gerade extrem durch die Decke geht von den Preisen, Nachhaltigkeit und so weiter, dann sind es Naturstein, Arbeitsplatten, Geräte, kann man an Ausstattung unendlich viel reinpacken und das kann natürlich schnell etwas teurer werden an der Küche. Also ich glaube, so bei 60 aufwärts wären wir da wahrscheinlich schon. Okay. Habt ihr denn vielleicht noch eine zweite gesehen, die euch auch gut ja. gefällt, wo wir da vielleicht eher hinkommen? Ja, dann zeigt mal. Die frischen Hausbesitzer aus dem Rheinland wünschen sich für ihre Küche eine U-Form und möglichst viel Stauraum. Ob diese Variante den Anforderungen entspricht? Ja, das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ja. Wo sind wir bei der jetzt ungefähr preislich? Was habt ihr euch so unter 10.000 sollte es am besten sein. Wahrscheinlich wären wir hier tatsächlich ein bisschen drüber. Das ist jetzt, wenn ihr euch mal kurz umdreht, die Hängeschränke, diese Faltklappenschränke. Mit der eingebauten Beleuchtung, das ist halt ist die Frage, ob das unbedingt sein muss. Ja. Welche Änderungen können wir ein bisschen vom Budget attraktiv bleiben? Man kann bei der Frontbeschaffenheit noch mal gucken, weil die Farbe kriege ich in verschiedenen Preisqualitäten, ob wir da was hinten, was unempfindlich ist, aber vielleicht nicht ganz so teuer. Okay. Wer den Preis drücken will, muss sich zwar von Schnickschnack verabschieden, doch auch dann bleibt noch viel Auswahl bei Oberflächen, Griffen und Arbeitsplatte. Sehr schön. Habt ihr denn eure Maße mitgebracht? Da bin ich ja mal gespannt. Ja, mein Handy ist da. Und so sieht die ausgewählte Einbauküche dann passgenau im 3D-Modell aus. Und wo liegen wir jetzt da preislich bei der Küche, so wie sie geplant ist? Also mit der Küche sind wir jetzt tatsächlich knapp an eurem Budget, also eher bei 10.000. Und was können wir tun, damit es vom Preis noch ein bisschen niedriger wird? Oder? Ja, wir können mal gucken, ob wir eventuell auf einen anderen Hersteller umschwenken. Ja. Dann können wir da pro Gerät mit Sicherheit noch mal 200, 300 Euro einsparen und uns vielleicht, weiß ich nicht, Richtung 9, vielleicht kurz unter der 9 dann noch mal befinden. Ja. Junge Leute. Können jeden Cent gebrauchen. Ja, das stimmt. Ein Tipp, der sich lohnen kann. Neu berechnet kommt für die Hemmerichs Stück für Stück eine gehörige Ersparnis zustande. Wo sind wir da dann jetzt preislich? Da wir jetzt die Geräte noch mal angepasst haben, sind wir jetzt ungefähr bei 8.200 Euro.
Also so schon eigentlich in dem Bereich, wo ihr hin möchtet. Budgetziel erreicht. Familie Hemmerich kauft eine Küche für weit unter 10.000 Euro. Dann herzlichen Glückwunsch zu eurer neuen Küche. Dankeschön. Freut ihr euch schon? Ja. Jetzt drückt mal die Daumen, dass die auch wirklich schnell möglich kommt und ihr da ganz lange ganz viel Spaß dran habt. Ja. Wie lang sich die Familie für ihre Küche wohl gedulden muss? Gleich nach der Pandemie gab es Rekordwartezeiten von bis zu einem Jahr. Kommt ein bisschen auf den Hersteller an. Also mit ein paar wenigen Herstellern kriegt man es auch eventuell in 8 Wochen hin. Ist da aber die Regelzeit, sagt man so 3 bis 4 Monate, dann hat man auf jeden Fall seine neue Küche. Grund für lange Lieferzeiten sind oft die Elektrogeräte. Dieses Möbelhaus hat vorgesorgt und etwa 400 davon auf Lager, um möglichst schnell montieren zu können. Doch es gibt Grenzen. Gerade im Bereich Küchen ist es so, dass eine Küche immer das Herzstück eines Wohnraums ist. Und wenn da ein Kunde natürlich einen speziellen Wunsch hat für ein Elektrogerät, die dann immer vorrätig zu haben, das geht natürlich leider nicht. Aber den Großteil können wir doch hier sehr gut abdecken. Zur Überbrückung gibt's für Kunden auf Wunsch auch kostenlos einfache Leihküchen. Zurück in Mecklenburg-Vorpommern. Bei Do-it-yourself-Experte Robert Ernst wird es spannend. Ein Freund bringt ihm das Herzstück seiner neuen Küche aus dem Baumarkt. Die 5 Meter lange Vollholz-Arbeitsplatte. Oh. Oh. Oh, hab ich die Blöde. Uff, die hat auch keine 50 Kilo. Das Doppelte. Na. Ja doch. Puh. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen geschwächelt habe. Aber das habe ich doch unterschätzt, das Gewicht. Ja. Ist ja heil angekommen. Alles gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Weitere Unterstützung tut Not. Roberts Freund Veit Müller ist ein echter Handwerker und soll das Gelingen des Renovierungsprojekts sicherstellen. Ob so das knappe Budget von 500 Euro für die Küche wenigstens noch ansatzweise zu halten ist? Arbeitsplatte hast du schon gesehen, ne? Mhm. Die kann man nachher durchs Fenster reinnehmen. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, ich zeig dir mal, was wir vorhaben. Sehr gut. Die Frau hat gesprochen. Mhm. Also, haben wir uns gedacht, als erstes die Decke streichen, damit das ein bisschen heller ist. Dann muss das Rot weg. Da habe ich Kreidefarbe, schön hell. Neue Arbeitsplatte hast du draußen ja schon gesehen. Die müssen wir zuschneiden, Löcher reinschneiden, alles. Und weil die so eine schöne Holzoptik hat, kommt hier hinten auch noch mal alles in Holz. Gut, perfekt. Dann starten wir. Noch sind beide gut gelaunt. Ob das so bleibt? Das Schlimmste, was heute passieren kann, ist, dass es Vero nicht gefällt. Dann haben wir richtig ein Problem. Okay. Der 36-jährige Freund und Helfer ist für die Renovierung eine Idealbesetzung, denn er besitzt die nötige Fachkompetenz. Ich arbeite 3 Tage die Woche beim Dachdecker und 2 Tage für mich, da habe ich ein Nebengewerbe. Arbeite viel mit Holz, mache Dekosachen und generell Holzarbeiten, die so anfallen. Weil die Familie das Rot der Fronten nicht mehr mag, soll die Küche als erstes einen neuen Anstrich erhalten. Gute Idee, aber... Und das ist immer das Schlimme. Hast du schon wenig Zeit? Und dann kommen so eine Sache, eine kleine Schraube, weißt du? Hilft nur drum rummalen, hä? Ich würde ja auch sagen. Also wenn es gar nicht abgeht. Hilft nur das. Ja, die können wir dran lassen, müssen wir so malen. Irgendwas ist ja immer. Einsatz für die Kreidefarbe. Dieses Komplettset für einen Küchenanstrich hat Robert für 100 Euro im Internet bestellt. Das ist der Primer, der kommt als erstes. Das ist die Grundierung. Und das sind die Farben. Ach, guck mal. Guck mal. Hier, bald. Das finde ich cool. Gleich alles bald. Bei mir in der Community, da werden sehr, sehr viel Möbel gestrichen. So. Da wurde das immer empfohlen, weil das halt recht einfach gehen soll. Ich selber habe es noch nicht gemacht. Ich muss mich jetzt selber überraschen lassen. Aber ja, wenn die anderen das schon alle hinkriegen und sagen, das ist eigentlich relativ einfach, dann mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Damit die Farbe auf den Oberflächen haften bleibt, müssen diese zunächst entfettet werden. Erst dann kann die Grundierung drauf. Du, Veit? Mhm. Was ich gerade überlegt habe, was hältst du davon, wenn wir das Ganze grundiert haben, ja, dass wir uns dann um die Platte kümmern?
Das können wir machen. Und wenn die Platte dann da ist, dann decken wir die noch einmal zu und dann machen wir die Kreidefarbe drauf. Weil so können wir diese Trocknungszeit der Grundierung noch mal ein bisschen überbrücken. Genau, so machen wir es. Bevor der Dachdecker draußen die Arbeitsplatte zurechtsägt, will er noch einmal Maß nehmen. 4,23 Meter. Genau das habe ich gestern auch gemessen. Sehr gut, da sind wir uns einig. Mit rund 350 Euro ist die große Holzplatte das mit Abstand teuerste Teil der gesamten Renovierung. Wenn man die Sachen öfter macht, dann hast du eine gewisse Routine drin und misst wahrscheinlich bloß einmal, vielleicht auch zweimal. Wenn man es aber nicht allzu oft macht, lieber drei, viermal messen. Und dann, damit auch wirklich nicht schief geht, weil die Platten sind echt teuer und wenn da was nicht so funktioniert, wäre es echt schade. Im besten Fall können wir uns jetzt keine Fehler leisten, genau. Sollten keine passieren. Eigentlich sind bei diesen Platten, sind industriell geschnitten, eigentlich sind die immer winklig, aber wenn sie es dann doch nicht sind, ärgert man sie nachher. Also lieber nochmal kontrollieren, bevor man sich nachher ärgert. Die Grundierung der Küchenfronten ist fast fertig. Nun müssen sie einige Stunden trocknen. Angezeichnet hast du alles, ne? Angezeichnet ist alles. Wenn sich Dachdecker Veit doch vermessen hat, dann setzt er jetzt fast 350 Euro seines Freundes in den Sand. Das ist der Nachteil von Do-It-Yourself. Hier passiert alles auf eigene Gefahr. Eine Gewährleistung gibt es nicht. Weißt du, was wir damit machen? Damit machen wir nachher noch so eine Abdeckung für die Kochplatte. Okay. Wenn man die nicht braucht, dass man da, weißt du, mache ich noch vier Füße an und... Klingt gut. Kommt also rein erstmal. Nächster Schritt, Decke weiß streichen und Waschbecken und Armatur abmontieren. Also von Schrauben und Muttern habe ich heute schon ein bisschen die Schnauze voll. Ich auch. Wer hat das denn eingebaut? Du? Genau, du bist schuld, Ruhe. Ja, ja. Mit einem Do-It-Yourself-Projekt schont man zwar den Geldbeutel, aber eben nicht die Nerven. Klar hätte man noch mal eine gebrauchte Küche kaufen können bei der EB Kleinanzeigen, aber dann hast du wieder die Probleme. Die muss lang genug sein, die muss die richtige Form haben und. Das tue ich mir dann auch nicht mehr an. Dann lieber noch mal neu machen alles. Da kann man es den eigenen Wünschen auch anpassen. Ja. 3,3 Millionen Deutsche gaben 2021 laut Statista an, mehrmals pro Woche an einem Heimwerkerprojekt zu arbeiten. Jetzt folgt der kritischste Moment. Mich graust es davor, wenn ich daran denke, dass wir die Platte durchs Fenster heben müssen jetzt. Sonst holst du die Platte rein und ich mache in der Zeit schon mal die Folie. Vergiss es, geht nicht weiter. Okay. Ja, jetzt kommt der spaßige Teil. Genau. Die leichte Arbeitsplatte. Ja. Ich würde die Decke, mit der wir das jetzt abgedeckt haben, wegen Regen, würde ich hier raufpacken, damit wir uns da nicht zerkratzen. Gut, machen wir so. So. Das Ding ist jetzt höllenschwer. Oh. Nee, warte. Nee, du musst weiter. Achtung. Ja. Auch bei Familie Hemmerich in Bergheim bei Köln wird es jetzt spannend. Nach 4 Monaten Wartezeit haben sie eine Nachricht vom Möbelhaus bekommen. Die neue Küche wird geliefert und muss passen. Exakt hier. Ein paar Tage später im Warenlager in Pulheim. Küchenmonteur Guido Schimetschke und sein Kollege Patrick Möhl machen sich bereit für die Montage bei Selina und Marc Hemmerich. 2 volle Tage sind dafür veranschlagt. Gehen wir jetzt erst die Küche holen, hinten 370, und dann holen wir uns die Sachen vom Magazin. Ja, machen wir so, alles klar. In der Regel haben wir 2 Tagesküchen, manchmal 3 Tagesküchen, je nachdem wie groß der Aufwand ist. Das sind so 2 bis 3 Küchen die Woche. Etwa 30.000 Küchen liefert diese Möbelhauskette jährlich aus. Ein letzter Check, denn die Zeit drängt. Becken, Haube, Backofen, Induktionskochfeld, Geschirrspüler, Arbeitsplattenverbinder. Alles da. Alles klar. Perfekt. Ja. Der LKW gleicht einer Werkstatt auf Rädern. Ja, unsere Sägen für die Arbeitsplatte, um die zu schneiden, die Tischkreissäge. Ja, die Kaffeemaschine, die braucht jeder Monteur. Ist wichtig, weil bei vielen Kunden gibt es halt noch keinen Kaffee. Wir bauen die Küche auf, ergo es wird keine drin sein in der Regel. Deswegen haben wir für uns selbst vorgesorgt und eine Kaffeemaschine geholt. Der Selbsterhaltungstrieb. Auf nach Bergheim.
Dort werden die zwei schon erwartet. Die Küchenmontage ist für das Ehepaar ein Meilenstein bei der Renovierung des Hauses. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal nachmessen, was der Aufmaßtechniker gemessen hat. Kontrollieren das einmal, messen die ganze Küche auf. Alles klar. Dann fangen wir an reinzutragen. Die Monteure arbeiten seit Jahren im Team. Ein Vorteil bei Zeitdruck und Problemen. Fangen wir aus der Ecke an, ne? Ja. Da haben wir mal 65. Dann haben wir einen 30er. Genau wie bei den Heimwerkern gilt bei den Profis, das richtige Aufmaß ist die halbe Miete. Bei dem Wasseranschluss ist das so, der muss plan sein, weil der genau in dem spülenden Unterschrank sein muss. Und wenn der zu weit drüben ist, dann kann man die Installation nicht machen von den Anschlüssen. Mal 60 cm weiter weg wäre, dann wird er im Pfeifenschrank liegen und dann passt das ganze Aufmaß schon nicht mehr. Und dann muss man eine Lösung finden. Passt denn jetzt alles? Ja, passt alles gut. Die Herddose hätte ein Stück weiter rüber gemusst, aber das beeinträchtigt nicht die Montage. Der Wasseranschluss jetzt genau da, wo er sitzen soll, das passt alles. Das liegt noch alles im Rahmen. Hat der Mann alles richtig gemacht. Da hatte Ehemann Mark bei seinen Renovierungsarbeiten tatsächlich eine gute Hand. Wie lange es nun wohl noch dauert, bis die jungen Eltern in ihrer eigenen Traumküche kochen können? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier in der Küche aussehen wird. Wir haben es ja bisher nur digital gesehen oder halt auch die Küche in einer anderen Form im Möbelhaus. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das später hier in dem kleinen Raum aussehen wird und rüberkommt. Als erstes sind die Unterschränke dran. Sie bilden die Basis und müssen genau in Waage stehen, damit es später beim Auflegen der Arbeitsplatte keine bösen Überraschungen gibt. Mal gucken, dass erstmal wieder Boden verläuft. Ob der Fliesenleger auch gerade gefliest hat. Das sieht gut aus. Und läuft alles nach Plan bis jetzt? Soweit passt alles. Wenn der Boden schief wäre, könnte man das ja theoretisch mit den Füßen unten ausgleichen, richtig? Ja, mit den Stellfüßen kann man das auf jeden Fall ausgleichen. Da hat man 1,5 bis 2 cm Spielraum nach oben, nach unten. Aber hier ist das sehr gut verlegt worden. Doch es ist nicht alles im Lot. Draußen im LKW gibt es ein technisches Problem. Patrick, wie sieht's aus? Ja, wir haben 2 Neutralleiter. Okay. Das heißt 2 rückführende Stromleiter. Das ist halt durch das Samsung-Kochfeld bedingt. Die haben halt ganz andere Anschlüsse. Das ist ein Hersteller, der produziert halt im Asienbereich. Und die haben halt andere Anschlüsse. Und dafür müssen wir halt dann jetzt gewappnet sein, weil wir die öfters jetzt verkaufen. Dem Monteur bleibt nichts anderes übrig, als zu basteln. Zum Glück hat er das nötige Material dabei. Beim Zurechtsägen der Arbeitsplatte kommt es auch für den Profi auf jeden Millimeter an. Ich würde es keinem Laien empfehlen, das selber zu machen, der sich nicht 100% sicher ist. Wenn er einen handwerklichen Beruf gelernt hat, am besten irgendeinen Schreinerberuf, dann wird er das auch hinkriegen. Ich würde sagen, nehmt euch das Geld und gebt das lieber für einen Handwerker aus. So etwas will sich Heimwerker Robert mit der Platte aus dem Baumarkt nicht sagen lassen. Das Budget ist knapp. Du musst jetzt mir Ansagen machen. Halt. Gut, halten. Jetzt muss die Decke noch runter. Lass dir ruhig Zeit. Also, ich mache in der Zwischenzeit noch einen Kaffee. Ja, gerne. Okay. Ja, komm. Willst du nicht vorher noch auf Toilette gehen? So, jetzt sehe ich nichts mehr. Muss ja, mir weiter. Komm. Stopp. Gut, liegt. Und reinkomm, bitte. Müsste. Super. Geschafft. Doch Robert hat immer noch Puls, denn jetzt geht es an die Ausschnitte für Spülbecken und Ceranfeld. Also jetzt, wo es um die Arbeitsplatte geht, da bin ich jetzt nervös, wirklich. Da darf nichts schief gehen. Um später genau auf der angezeichneten Linie aussägen zu können, muss man innerhalb der Markierung vorbohren. Zur Erinnerung, fast 350 Euro hat die Arbeitsplatte gekostet. Jetzt haben wir schon mal ein Loch.
So, wollen wir anpassen? Wir gucken mal. Ne? So Probe reinsetzen. Richtig. Spülbecken und Armaturwaren übrigens ein Schnäppchen. Roberts Frau hat beides für zusammen 100 Euro im Internet gekauft. Perfekt, gut. Ist ja mega. Ein Loch fehlt noch. Kriegen wir auch noch rein. Ja, ja. Aber wir haben die Chance, das zu versauen, schon mal halbiert. Also. Richtig. Keine Sorge. Dachdecker Veit weiß, was er tut. Mal reinsetzen? Der Moment der Entscheidung jetzt. So, warte. Warte. Hast du? Ja. Okay. Ganz entspannt. Okay. So. Passt. Es ist das Hauptstück sozusagen, aber letztendlich ist es nur ein ganz kleiner Teil der Küche. Aber der macht den Eindruck schon komplett anders. Ne? Also, wenn die jetzt noch ordentlich geölt ist und die Farbe noch mal richtig kräftig rauskommt, das wird ein Highlight. Also, ich bin total begeistert. Schmuckstück. Wirklich. Wie geht's weiter, Roman? Jetzt müssen wir noch die USB-Platten für die Rückwand hier. Und darauf kommen nachher diese Easy-Sticks draufgeklebt. Okay. Aber wenn es doch mal hier neu gemacht wird oder sonstiges, dann will ich ja nicht die ganzen Holzstückchen da wieder abholen. Also kommt dahinter halt noch eine USB-Platte, dann kann man es in einem rausnehmen. Davon abgesehen, dass Holzstaub den Boden sehr rutschig macht, Robert kehrt aus gutem Grund. Sowas wirft man nicht weg, sowas hebt man auf. Wenn jetzt doch mal Risse oder kleinere Löcher noch sind, die gefüllt werden müssen, nimmt man den Holzstaub, vermischt den mit Holzleim und dann kann man das zumachen und man sieht es da noch nicht mehr. Auch Veit hat noch einen Profi-Tipp für passionierte Heimwerker. Wenn man keine lange Wasserwaage bei hat, ist so ein langgezogener Strich nachher schief und krumm. Also deswegen mal ein kleiner Trick, wenn man hieraus ein Dreieck formt und die gewünschte Zentimeterzahl haben möchte, in meinem Fall 13 cm, legt man das an, hält schön fest und zieht, wenn man eine gerade Kante hat natürlich, einmal lang. Perfekter Strich. Beim Anbringen der Spanplatten an der Küchenrückwand heißt es Vorsicht, Anfängerfehler vermeiden. Denn ein bestimmtes Malheur könnte extrem teuer werden. Ich mache hier nicht direkt oben das Loch, weil hier Steckdosen sind und da auf gleicher Höhe auch. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass hier noch ein Stromkabel lang geht. Und sicher ist sicher, deswegen bohre ich ein Stück weiter unten ran. Auf diese Spanplatten will der 42-Jährige kleine Holzstücke aufleimen. Noch ahnt er nicht, was da genau auf ihn zukommt. Robert? Ja? So, also mit den Platten sind wir jetzt so weit durch. Du musst los. Ich muss mich jetzt verabschieden, ja. Also alleine hätte ich es nicht geschafft, du. Wirklich, vielen Dank. Alles klar. Robert? Dankeschön. Ich hol dir ein Bier. Alles klar. Mach gut. Tschüss. Ciao, ciao. Liebe Grüße. Mach ich, du auch. Ja, es fing ja schon bei den Griffen gut an, dass die sich nicht haben lösen lassen. Ja, im Nachhinein wurde es dann halt ein bisschen länger, aber da kommt nur mal vor, ne? Gerade bei Do-It-Yourself ist es halt immer so eine Sache. Ne? Aus Alt macht Neu ist immer unberechenbar. Stimmt. Und ab jetzt muss Robert auch noch alleine zurechtkommen. Oh, und schon wieder rausgerutscht. Sowas stresst mich immer. Was stresst? Wenn das alles so gemacht wurde, dass man es nicht wieder ordentlich zusammenbauen kann. Passt. Doch jetzt muss noch die Kreidefarbe auf die Fronten der Schränke und Schubladen. So wie der Name sagt, ist da halt Kreide mit drin. Dadurch ist die sehr, sehr leicht zu verarbeiten. Man kann eigentlich wenig falsch machen. Papa, wann kann ich endlich loslegen? Du kannst mir jetzt gerne helfen, wenn du möchtest. Also, jetzt müssen wir streichen. Okay. Papa macht oben, da kommst du nicht an. Mhm. Aber du kannst schön zugucken und dann machst du unten nachher alleine. Okay. Nur wenn jeder mit anpackt, ist das Projekt Küchenrenovierung zu bewältigen. Das Budget von 500 Euro hat der Heimwerker übrigens schon deutlich überzogen. Die 8-jährige Sophia gibt alles. Ich habe ja von Anfang an Sophia immer mit einbezogen, meine Basteleien. Wir machen viel zusammen, wir machen gerne was zusammen. Es macht ihr auch selber großen Spaß. Sie hat echt was auf dem Kasten, sieht man ja. Also hier, das ist schon sehr, sehr gut gestrichen. Da freut man sich als Papa. Das sieht klasse aus, Sophia. Das hast du echt gut gemacht. Da brauche ich gar nichts mehr machen, nur noch die Schubladen. Ja. High five. Bei den Hobbybastlern muss die Farbe nun erst trocknen, bevor es weitergehen kann.
Und wie steht es bei den Profis bei der rund 8000 Euro teuren Küche aus dem Möbelhaus? Monteur Patrick hat die Löcher für Spüle und Kochfeld aus der Platte gesägt. Doch irgendetwas stimmt nicht. Ich muss ein Stück raus. Mal nachmessen. Vielleicht 2 mm noch abschneiden. Dann heben wir hoch. Das geht besser. Kommt da ja auch mal vor, dass die Wand oben zuläuft. Dann kommt man mit der Platte einfach nicht rein. Und dann muss man noch mal ein bisschen was nachschneiden. Was nicht passt, wird eben passend gemacht. Die wenigsten Häuser haben vollkommen gerade Wände. Ob sich die Platte nach dem Feinschliff jetzt in die Küche einfügt? Passt, genau. Passt, wunderbar. Hast du gut geschnitten. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das sieht schon echt sehr gut aus. Kann ich mir langsam vorstellen, wie das aussieht, wenn die Küche fertig ist. Ja, sehr schön. Jetzt kommt das Wichtigste für die Frau, ne? Die Geschirrspüler. Achtung, Wasser und Strom. Wer sich mit dem Einbau großer Elektrogeräte nicht auskennt, sollte einen Fachmann hinzuziehen. Die Leute denken immer, ach, es ist ja nur ein Wasseranschluss. Ja, es ist ja nur Strom, aber wenn jemand ums Leben kommt, weil man das Kochfeld falsch angeschlossen hat, ist es natürlich schwierig. Wenn man dann eine gewischt kriegt und jemand muss ins Krankenhaus dafür, übernimmt das keiner. Selbst wenn es nicht ganz so dramatisch ausgeht, wurde ein Elektrogerät unsachgemäß eingebaut und geht deshalb kaputt, greift keine Händlergarantie. Fachkräfte sind per Gesetz zur Gewährleistung verpflichtet. Also es ist auf jeden Fall ein sehr befreiendes Gefühl, dass das Kochfeld passt. Oder halt dann auch der Spülenausschnitt. Also es tut auf jeden Fall schon gut, dass man sich da nicht vermessen hat. Sein Monteurskollege kämpft unterdessen mit einem Problem, das ein anderer verursacht hat. Frau Hemmerich, würden Sie bitte einmal kurz kommen? Wir müssen hier an der Mauer unterlegen, sonst wird nachher die Arbeitsplatte oben schief werden. Okay. Hat die Wand Ihr Mann gemacht? Nee, das war der. Ja, der hat zu tief ins Glas geschaut gestern Abend. Also. Ich glaube auch. Also wir werden, wenn die Platte drauf ist, wird man unten einen Spalt sehen. Da müsste entweder ein Maler noch kommen und dann einen Spalt zumachen. Mhm. Wir können es gegebenenfalls aber auch einfach mit Acryl zumachen. Ja. Und dann müsste man nochmal drüber streichen, nachher dann. Ich glaube, dann machen wir das mit dem Acryl erstmal und dann drüber streichen, damit da jetzt erstmal kein Spalt dann zu sehen ist. Alles klar, machen wir das auch. Eine Notlösung. Doch immerhin kann der Fachmann die kleine Theke mit Hilfe der Unterlegscheiben nun waagerecht montieren. Der Mauerausschnitt passt zwar genau, irgendwie steckt bei der Platte aber trotzdem der Wurm drin. So, Platte 6-6. Hab leider nur eine schlechte Nachricht für Sie. Die Platte wurde leider mit einer Kante geliefert, wo keine Kunststoffkante drauf ist. Mhm. Die müssen wir leider mal austauschen. Ja. Das nehmen wir nachher auf, geben das weiter und dann wird die neu bestellt. Ja. Ärgern tut mich das eigentlich nicht, sofern man halt wirklich weiß, dass man da noch Ersatz bekommt oder dass es halt dann wirklich nochmal gemacht wird. Und wir haben jetzt auch nicht so lange gewartet auf die Küche und die Jungs haben ja auch gute Arbeit bis jetzt gemacht, ohne Fehler. Bis jetzt. Ist ja nicht mehr so viel, aber deswegen bin ich da auf gar keinen Fall böse oder enttäuscht. Haben sie auch alle Mühe gegeben. Sehr gut. Letzte Handgriffe. Das Ende ist in Sicht. Doch über ein optisches Detail muss sich das Ehepaar noch einigen. So, müssen wir jetzt final absprechen, welches Silikon sie gesetzt haben wollen. Ja. Ja, wir haben eigentlich 3 Möglichkeiten. Von einer würde ich direkt abraten, und zwar transparent. Das wird immer ein bisschen milchig. Das sieht nachher richtig schlimm aus auf der Platte. Viele Kunden wollen aber sowieso so wenig wie möglich von dem Silikon sehen und nehmen dann Anthrazit schwarz. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man auch Betongrau nehmen kann. Das sieht dann eher aus wie so ein Eyecatcher. Entweder oder. Wie soll das Silikon nun aussehen? So, für welche Farbe würdet ihr euch jetzt entscheiden? Ich würde sagen, das Grau, oder? Ja, schwarz. Ja. Anthrazit. Anthrazit. Schwarz. Anthrazit schwarz. Zu guter Letzt muss noch der freistehende Kühlschrank an seinen Platz. Marc und Selina hatten ihn für 800 Euro separat gekauft. Oh, Vorsicht. Oh, der ist ein bisschen gigantisch.
Bin ich größer als gedacht? Ja. Der wird voll. Ja, ja. Der ist perfekt von der Größe. So muss der sein. Ja. Und der wird immer voll. Jetzt kommen wir dann die Gemüse rein. Es ist geschafft. Wo eine nackte Betonwand war, glänzt jetzt die Traumküche von Familie Hemmerich. 2 Tage hat die Montage gedauert. Knapp 9.000 Euro haben die jungen Eltern letztlich für alles bezahlt. Die Person, die die meiste Zeit in der Küche verbringt, bekommt von mir die Pflegeanleitung und der Handwerker die Montageanleitung. Sehr schöne Küche. Also, gefällt mir sehr gut. Doch. Also, es sieht auf jeden Fall so aus, wie ich es mir das vorgestellt habe. Passt optisch perfekt ins Haus. Und ich würde sagen, jetzt kann es losgehen. Ja, dann noch einen schönen Tag und viel Freude mit Ihrer Küche. Danke. 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 Tschüss. Selina lässt es sich nicht nehmen, die neue Küche sofort einzuweihen. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl, endlich in der Küche wieder zu stehen. Dass man wieder genug Platz hat. Man hat das Gefühl, dass man es selber kreiert hat. Und man kann auch endlich wieder vernünftig und halbwegs gesund kochen. Das wird neben Söhnchen Marvin bestimmt auch Ehemann Marc freuen, der sich nun auch öfter an den Herd stellen will. Zurück bei Küchenheimwerker Robert und seiner Tochter Sophia. Die zwei wollen noch die Wand mit kleinen Holzstäbchen verkleiden. Kosten dieser Online-Bestellung 70 Euro. Wir haben gestrichen. Ja. Wir haben die Platten angebracht, jetzt fehlen noch die Easy Sticks. Bin ich mal gespannt. Oh. Das wird viel puzzeln jetzt, glaube ich. Ja, und in Puzzeln bin ich gut. Das ist auch wichtig, denn die zwei hängen im Zeitplan hinterher. Alles war aufwendiger als gedacht. Ich muss mich beeilen, weil meine Frau kommt und da soll das eigentlich fertig sein. Das soll eine Überraschung werden. Und auch hier hat Robert das Bastelprojekt unterschätzt. Inzwischen ist der leidenschaftliche Heimwerker genervt von solch einer eintönigen Arbeit. Ich bin jetzt über 4 Stunden hier schon dabei. Nach der ersten halben Stunde hat es auch keinen Spaß mehr gemacht. Es ist viel Ausmessen. Viele schneidet man auch falsch. Da kommt es teilweise auf Millimeter an. Einfach nur aufkleben, das reicht nicht. Nach über 5 Stunden kann er endlich die Holzflächen einölen. Hartöl imprägniert und macht das Holz widerstandsfähig und wasserabweisend. Also ich muss sagen, auf den ersten Blick, sehr geil. Das gefällt mir wirklich gut. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Die in die Jahre gekommene Kochzeile hat innerhalb von nur 2 Tagen ein komplettes Lifting bekommen. Für etwas mehr als 700 Euro. Jetzt muss es nur noch der Ehegattin gefallen. Oh, das gefällt sehr, mir sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass meine neue Küche. Deine neue Küche, Vero. Warum drückst du Sophia? Mich musst du drücken. Und? Wie findest du? Gefällst du wirklich? Ja, natürlich. Oh, sehr gut, danke. Meine liebe Küche. Ich würde es jederzeit wieder tun. Allerdings mit 4 Tagen mehr Zeit zum Arbeiten und ja, 250 Euro mehr im Budget. Also mit den 500 Euro, das ist nichts geworden. Ich denke mal so bei 700, 750 Euro sind wir doch gelandet. Trotzdem, der Aufwand hat sich gelohnt. Und ob selbstgemacht oder aus dem Möbelhaus. Hier sind Küchenträume wahr geworden.